Herzlich willkommen aus unserer Küche. Heute machen wir was, was jede Hausfrau brauchen kann, was aber natürlich auch wieder ein super Geschenksartikel ist. Ganz klassische Topflappen. Heute kombinieren wir Häkeln mit Sticken. Es werden nämlich zuerst in Halbstäbchen das Grundgerüst gehäkelt. Das ist dann wirklich so ein bisschen wie ein Netz. Und dann wird mit einer stumpfen Nadel der Kontrastfaden durchgezogen und zum Schluss häkeln wir es noch ein. Das ist halt wirklich auch eine Arbeit für Häkel- oder Handarbeitsanfänger, toll für Schulen, aber ihr kennt es ein bisschen generationenübergreifend Handarbeiten, dass man wirklich sagt, die Erwachsenen im Haushalt machen das Grundgerüst und die Kinder ziehen dann den Faden durch. Ihr könnt es dann natürlich wieder ganz kreativ sein beim Faden durchziehen und natürlich auch verschiedene Muster machen. Wir arbeiten heute mit so einem Bändchengarn. Das ist natürlich im Sommer ganz ein aktuelles Thema, egal ob von Häkeltops über eben gewisse Wohnaccessoires. Diesen Artikel braucht man einfach. Ja, zu mir kommen auch immer wieder Leute ins Geschäft. Hast du eine Idee, was kann ich machen? Wie gesagt, Handarbeiten ist einfach so ein Herzensthema. Und was ich ganz, ganz gewaltig finde, sind oft diese Damen, die Vereine damit unterstützen oder Sozialprojekte. Wir haben wirklich viele Leute, die dann das ganze Jahr, egal für den Weihnachtsmarkt, für den Ostermarkt handarbeiten. Und ihr investiert alle sehr, sehr viel Zeit für eine ganz, ganz tolle Sache. Und da sind natürlich auch immer so Sachen von Geschirrtücher über Topflappen, über Abwaschschwammerl, so Sachen, was jeder brauchen kann und jeder kaufen wird. Also vielen Dank an dieser Stelle, vor allem auch im Lungau gibt es da sehr, sehr viele fleißige Hände, die da sehr engagiert sind. Aber gut, was brauchen wir heute? Damit ihr zwei oder eigentlich fast drei Topflappen bekommt, brauchen wir zwei Knäuel von der Tube Fine. Das ist wieder eine Qualität von Lana Grossa. Wie gesagt, ich habe das Grundgerüst in diesen Off-White gemacht und dann die Kontraste in Oliv eingearbeitet. Aber wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch ganz, ganz bunt machen. Wichtig ist schon bei dieser Arbeit, dass der Topflappen sehr fest gehäkelt wird, dass wirklich keine Löcher sind, damit man sich dann auch nicht die Finger verbrennt. Zum Schluss habe ich es dann noch mit Stäbchen und Kettmaschen eingehäkelt und den zweiten Topflappen habe ich dann nur mit feste Maschen gemacht und Halbstäbchen. Und bei den Halbstäbchen habe ich wieder ins hintere Maschenglied eingestochen, dass wir eben diese nette Struktur bekommen. Wir gestalten heute diesen Topflappen. Also wie gesagt, wir brauchen neben den zwei Knäueln eine Häkelnadel 5 bis 5,5. Lieber eben ganz, ganz fest häkeln und eine stumpfe Nadel zum Vernähen. Und dann geht's schon los. Gut, wir starten mit diesem Grundgerüst. Ich habe da 40 Luftmaschen angeschlagen. Ich starte jetzt mit 10, damit die Sache einfach schneller geht. Wie gesagt, relativ fest arbeiten, damit der Topflappen dann wirklich eine Stabilität bekommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist meine 10. Masche. Für den Reihenwechsel habe ich immer 2 Luftmaschen zusätzlich gemacht. Und dann arbeiten wir alles in Halbstäbchen bei diesem Modell. Das heißt, Faden holen, die 2 lasse ich frei, weil das ist ja mein Wechsel, und stich dann in das erste Maschenglied ein und ziehe dann meinen Faden durch alle 3 Schlaufen durch. Inzwischen eine Luftmasche und dann lasse ich eine Luftmasche aus und mache wieder ein Halbstäbchen. Die erste Reihe ist vielleicht immer ein bisschen anspruchsvoller, aber dann bei der nächsten Reihe braucht sie ja dann nur die Maschen hineinhängen. Und wie gesagt, wirklich schön fest arbeiten, damit der Topflappen schön dicht wird. Ihr könnt natürlich auch das Grundgerüst in einer Farbe machen. Das muss jetzt nicht in dem Off-White gemacht werden.
Im Anschluss gibt es natürlich dann wieder die dementsprechende Farbpakete. Und die letzte. Wir haben wieder einen Reihenwechsel, sprich wieder 1, 2 Luftmaschen drehen und jetzt wird, also 2 Luftmaschen die Arbeit drehen und jetzt werden einfach die festen Maschen in das Kästchen der Vorreihe eingearbeitet. Entschuldigung, nicht feste Maschen, sondern Halbstäbchen. Wir arbeiten eben das ganze Grundgerüst in Halbstäbchen. Also ihr seht, das ist wirklich auch für Anfänger oder für Kinder absolut machbar. Und so macht ihr dann euer Grundgerüst. Wichtig ist, dass der Topflappen quadratisch gemacht wird. Also der ist circa so zwischen 18 und 19 cm groß. Wieder Halbstäbchen und dann zum Reihenwechsel wieder 1, 2 Luftmaschen und dann geht es wieder mit den Halbstäbchen weiter. So macht ihr euer Grundgerüst. Den Aufhänger dazu machen wir dann wirklich in der letzten Reihe in der Ecke. Wir machen dann einfach 15 bis 20 Luftmaschen und mit einer Kettmasche schließen. Dann starten wir mit der Kontrastfarbe und da habe ich wirklich immer von der Wolle circa 3 Meter heruntergeschnitten, damit man dann nicht so oft vernähen muss. Gut, wir machen das wirklich in einen Auf- und Abstich. Das heißt, von einem Loch ein bisschen einen Faden hängen lassen, den müssen wir dann vernähen, zum anderen. Das ist, wie gesagt, ganz eine lustige Durchzugarbeit. Und da schaut es jetzt wirklich, dass der Faden nicht zu fest durchgezogen wird, weil sonst zieht ihr euer Häkelgerüst zusammen. Zeige euch das bei einer Reihe. Und wie gesagt, da könnt ihr wieder ganz flexibel auch natürlich Muster einweben oder andere Stiche machen. So, genau. Beim letzten Loch, ich wollte das jetzt relativ sauber machen, zieht ihr den Faden zurück und bei der nächsten Reihe versetzen wir dann einfach das Muster. Und dann geht es wieder so weiter. Gut, das sieht dann praktisch so aus. Ihr seht, eine Reihe hört immer früher auf und bei der nächsten Reihe geht dann wirklich der Stich ein bisschen weiter. Wenn das fertig ist, dann starten wir mit dem Einhäkeln. Beim Einhäkeln habe ich das wirklich auch so gemacht, wo der Stich kürzer ist, werden 3 Luftmaschen hineingehängt. Wo der Stich länger ist, kommt ihm diese eine Kettmaschen. In die Ecke habe ich 5 Stäbchen hineingesetzt und den Henkel habe ich dann mit 15 bis 20 Kettmaschen eingehäkelt. Ich zeige euch jetzt kurz die 3 Stäbchen. Wie gesagt, in der Ecke sind es dann 5. Wir starten wieder mit 1, 2 Luftmaschen und dann sind es in der Ecke insgesamt 5 Stäbchen. Ich mache jetzt einfach die Hälfte von der Ecke und Stäbchen bedeutet jetzt, dass man langsam den Faden durch die 3 Glieder durchzieht. Und dann, wo der längere Stich ist, einfach eine Kettmasche machen und dann wieder 3 Stäbchen. Bei den Stäbchen Faden holen, durch die ersten 2, durch die letzten 2. Und so habe ich das dann wirklich im Wechsel gemacht. Ja, das ist die Einfassung dazu. Falls ihr dann die zweite Variante machen wollt, wie gesagt, das sind auch ihr Halbstäbchen gearbeitet und einfach immer im hinteren Glied eingestochen, damit ihr diese Struktur bekommt und die Einfassung ist dann mit festen Maschen gemacht. Könnt ihr auch mit Kettmaschen, das ist dann wieder euch überlassen. Gut,
Die Farbpakete sind wie immer im Anhang. Falls ihr Fragen habt, meldet euch, schreibt euch, ruft mich an. Ich versuche natürlich alle Fragen zu beantworten. Ja, das war's für heute. Falls noch jemand, der ein schnelles Ostergeschenk braucht, geht sich das auch aus. Wie gesagt, das ist eine ganz lustige Arbeit, geht relativ schnell und finde ich, schaut wieder sehr, sehr nett aus. Ich wünsche euch schöne Feiertage, den Kleinen unter euch einen schönen Osterhasen, genießt die Zeit mit eurer Familie und bis bald. Danke sehr.